Servus Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Bronzetausch-Challenge. Ich feiere die Serie und ich glaube, ihr habt auch Bock. Lasst auch gerne ein Abo da und schaut auf Twitch vorbei, würde mich sehr freuen. Und da starten wir direkt mal rein. Ziehen wir jetzt mal das erste Pack. Schauen wir mal, was da drin ist. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele Torwärter kriegen. Aber mal gucken. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele Torwärter kriegen. So, das ist unser Team. Und ja, wir haben keinen Torwart bekommen. Ist mir da aufgefallen, als ich das Team zusammengestellt habe. Deswegen habe ich jetzt einfach den Typen hier reingepackt. 1,90 groß ist er. Das muss er können. Also. Gehen wir rein ins erste Game. So, der erste Gegner ist gefunden. Mal schauen, welche Spieler wir von ihm kriegen. So, wir kriegen Award, Dembélé und Semedo. Als Dembélé und Semedo, das sind schon geile Spieler. Award als Stürmer ist der, glaube ich, jetzt nicht so der. Der perfekte Typ, aber der wird die Bälle sicher besser reinmachen wie unsere Bronx. Ja. Wow, ist halt auch nicht der Beste auf dieser Position, ne? Ist kein Stürmer. Aber den macht er nicht. Oh, komm. Und da kommt der Gegner durch und da, den macht er dann rein. Du darfst halt die Gegner. What the fuck? Hä? Das war jetzt ein Gegner seiner Mission? Egal, machen wir halt noch zwei weitere Spiele, machen wir mal drei Spiele in einer Folge. So, der zweite Gegner ist am Start. Ich hoffe, dass wir diesmal ein paar zentrale Karten kriegen. Weil, so man halt gesehen, wenn man halt so Außenspieler hat, dann ist man ziemlich auf eine Seite beschränkt. Das ist nicht so gut, aber mal gucken, was wir da für Spieler kriegen. Wir kriegen Young, Tonali und Blanc. So, Offensivspieler noch dazu. Wäre schon ein bisschen geiler gewesen, aber egal. Wir gewinnen trotzdem. Ui. Fehler vom Gegner. Komm, Collins, zieh Junge. In der Mitte ist da wer. Mach ihn. Oh! Schade, Mann. Was soll denn gegen den Bronze? Er kommt hinterher. Oh, wer ist dieser Sterling? Wer ist dieser Sterling? Abschluss auch noch. Jawohl. Nochmal überlegen. Jawohl. Da ist es. Komm, geh raus, Gegner. Geh raus. Tschüss. Hau ab. Hm? Jawohl. Da geht er raus. So, ich habe ja gesagt, wir machen noch ein Game. Ab geht's. Und der dritte Gegner ist am Start. Mal schauen, was wir hier jetzt von ihm für Spieler kriegen. Hoffentlich so Stürmer ZOM, das wäre schon geil. So, wir kriegen hier Sissoko, Özil und Kolasinac. Kolasinac ist jetzt glaube ich nicht der beste Außenverteidiger mit seiner, keine Ahnung, 60 Beweglichkeit oder so. Sind jetzt nicht die besten Spiele, die wir hier kriegen, aber vielleicht hat der Gegner dann ja auch nicht so ein cooles Team.
Vollziehung. Ui, hast du gesehen? Cancelo einfach mal vernascht. Oh, Mann, aber das gefällt mir schon wieder, dass er durchkommt. Mach ihn. Ja! Schiri! Jawohl. Gib mir eine, wieso gelb? Das ist rot. Das ist eine rot. My friend Schiri. Den können wir jetzt auf Kolasinac geben. In die Mitte. Mach ihn! Alter! Junge, Junge, Junge! Mach ihn! Junge, Alter! Özil. Man muss man schon sagen, die Bronze-Typen haben sich da ein bisschen besser durchgesetzt da vorne. Oh ne, Kolasinac gegen Adama. Oh nein! Fuck man. Jesus, Alter. Gegner holt's ganz schön rein. Da kriegt er rot. Das ist sogar glattrot, nicht mehr gelbrot. Ah, Gott. Jawohl, Özil überlauf. Nächste rote Karte. Was macht der Gegner? Hä? Jawohl, Kolasinac. Kolasinac. Oh, das war abseits des Millenniums. Jawohl, da kriegen wir nochmal den Angriff. Jawohl, da lässt uns einfach durchgehen. In die Mitte legen und reinschießen. Ja man, fünfte Minute in der Nachspielzeit. Gegner will. Tschüss Gegner, Servus. 2000 Jahre später. Geht er nicht raus? Ja doch. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo da. Würde mich mega freuen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.